Moin Leute, mein Name ist Klaas und in diesem Video geht es um Tipps und Tricks für euer iPhone mit iOS 14. Ich gehe in diesem Teil auf Einstellungen ein, auf die ich im letzten Video nicht eingegangen bin, aber auch auf Dinge, die sich seitdem verändert haben. Es ist wirklich schon krass, wie viel das neue Update mitgebracht hat. Also schön, dass ihr da seid, fangen wir doch direkt mal an. iOS 14 bietet euch jetzt endlich die Möglichkeit, euren Standard-Webbrowser und euer Standard-E-Mail-Programm zu verändern. Aber was bedeutet das jetzt überhaupt? Naja, sagen wir mal, ihr nutzt normalerweise Chrome, dann könnt ihr jetzt über Einstellungen auf eure Chrome-App gehen und hier auf Standard-Browser-App tippen. Nun könnt ihr hier Chrome als euren Standard-Browser einstellen. Ab jetzt wird jeder Link, auf den ihr drückt, im Chrome-Browser geöffnet und nicht mehr in Safari. An dieser Stelle ist wichtig zu sagen, dass hierzu eure App und natürlich euer iPhone das aktuellste Update haben müssen. Das gleiche könnt ihr jetzt übrigens auch mit einer Mail-App eurer Wahl machen. Möchtet ihr jetzt zum Beispiel, dass Outlook als euer Standard-Mail-Programm behandelt wird, könnt ihr einfach unter Einstellungen auf Outlook und hier unter Standard-Mail-App könnt ihr es dann auf die App umstellen. Ihr könnt Widgets nutzen, indem ihr lange auf einen Punkt auf eurem Homebildschirm tippt und dann hier oben auf das Plus drückt. Jetzt könnt ihr euch hier verschiedene Widgets aussuchen mit unterschiedlichen Größen. Ich zeige euch mal kurz mein Lieblingssetup. Zum einen habe ich mir hier das Google Widget, welches direkt drei verschiedene Formen zum Surfen anbietet, in das Fenster gezogen. Dann die Wetter-App, gestapelt mit der Bildschirmzeit und dem Kalender. Und das Widget, über welches ich mich bis jetzt am meisten gefreut habe. Die Batterie mit großer Prozentanzeige. Darunter sind die Apps, die ich in meinem Alltag so am meisten nutze. Widgets könnt ihr übrigens stapeln, indem ihr sie aufeinander zieht. Möchtet ihr euren Bildschirm jedoch so minimalistisch wie möglich gestalten, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, alle Apps aus einem Fenster zu entfernen. Hierzu müsst ihr euch als erstes ein Fenster mit nur einer App anlegen. Dann müsst ihr lange auf einen Punkt im Fenster tippen und dann auf die Punkte zu navigieren. Jetzt könnt ihr alle Fenster ausblenden, außer das eine mit der App. Öffnet ihr jetzt das Fenster und entfernt die App, indem ihr lange auf sie draufdrückt und dann auf App entfernen, in Mediathek bewegen tippt, habt ihr den cleansten Look, den ihr mit einem iPhone bekommen könnt. In meinem letzten Video hatte ich euch ja gefragt, welche Funktion ihr so für das Tippen auf die Rückseite eingestellt habt. Für die Zuschauer, die diese Funktion noch nicht kennen. Über Einstellungen könnt ihr auf Bedienungshilfen und dann auf Tippen gehen. Jetzt könnt ihr verschiedene Funktionen einstellen für zweimal oder für dreimal auf die Rückseite des iPhones tippen. Als bester Vorschlag hat mir die Idee gefallen, mit dem Doppeltippen das Kontrollzentrum zu öffnen. Denn habt ihr ein iPhone mit Notch, müsst ihr das Kontrollzentrum umständlich über die rechte obere Bildschirmhälfte herunterziehen. Sonst hat mir noch der Vorschlag gefallen, Shazam für das dreifache Tippen zu verwenden, mit Hilfe eines Kurzbefehls. Ihr könnt euch einen Kurzbefehl einrichten, mit dem ihr quasi jede App eures iPhones ansprechen könnt. Ich zeige euch das mal gerade. Bevor ihr euch eine App fürs Tippen der Rückseite einstellen könnt, müsst ihr die Anwendung Kurzbefehle öffnen. Wenn ihr diese App nicht auf eurem iPhone habt, könnt ihr euch die im App Store herunterladen. Müsste aber eigentlich drauf sein. Wenn ihr jetzt die App öffnet und ihr habt noch keinen Kurzbefehl eingestellt, dann könnt ihr das entweder machen, indem ihr auf Neuer Kurzbefehl drückt oder einfach oben rechts in die Ecke auf das Plus. Wenn ihr jetzt auf Aktion hinzufügen geht und in der Suchleiste Shazam eingibt, könnt ihr direkt die Aktion Shazam Fragen einfügen. So. Jetzt könnt ihr hier den Ganzen einen Namen geben, indem ihr auf die drei Punkte drückt und schon habt ihr einen Kurzbefehl. Um diese Aktion jetzt für das Dreifachtippen einzustellen, können wir wieder auf Einstellungen und dann auf die Bedienungshilfen tippen, zu auf Rückseite tippen und jetzt bei dreimal tippen ganz runter scrollen. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt hier unser eben erstellter Kurzbefehl auswählbar. Wenn ihr jetzt dreimal auf die Rückseite tippt, erscheint Shazam und ihr könnt schnell einen Liedtitel herausfinden. Drückt ihr zweimal auf die Rückseite, wird das Kontrollzentrum aufgerufen.
Ach so, ich wurde jetzt schon mehrmals nach dem Hintergrundbild von meinem iPhone gefragt. Und als kleines Dankeschön für alle aktuellen und natürlich auch zukünftigen Abonnenten könnt ihr euch die Grafik umsonst herunterladen. Ich packe euch einen Link dazu mal unten in die Beschreibung. Viel Spaß damit! Als nächstes kommen wir zum neuen Wecker. Wenn ihr jetzt mal euren Wecker öffnet, dann ist euch bestimmt schon das neue Design aufgefallen. Aber nicht nur das hat sich verändert. Habt ihr euren Wecker gestellt, dann könnt ihr jetzt hier herunterscrollen auf Schlafplan bearbeiten. Unter der Option Bearbeiten könnt ihr euch jetzt genau einstellen, wie lange ihr an welchem Wochentag schlafen wollt, wenn ihr den Schlafplan aktiviert habt. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel auswählen, wie viele Stunden ihr schlafen möchtet. Wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen, könnt ihr euch hier euer allgemeines Schlafziel einstellen. Was ich euch eigentlich zeigen wollte: Wenn ihr hier jetzt ganz runter scrollt, gibt es den Punkt Kurzbefehle für Entspannung. Habt ihr den Entspannungsmodus in eurem Wecker aktiviert, schaltet das iPhone, in meinem Fall jetzt 15 Minuten bevor ich ins Bett gehen möchte, automatisch in den Entspannungsmodus. So, ich stelle den mal gerade ein, damit ich euch das zeigen kann. Und für diesen Modus könnt ihr jetzt Kurzbefehle einfügen. Diese Kurzbefehle werden jetzt im gesperrten Bildschirm angezeigt, wenn ihr auf Kurzbefehle drückt. Hierzu müsst ihr im Wecker ganz runter auf Schlafplan bearbeiten. Jetzt habt ihr hier unter Kurzbefehle für Entspannung die Auswahl, welche Apps ihr in diesem Schnellzugriff zur Verfügung haben möchtet. Die App generiert dann automatisch Kurzbefehle, die dann auch in eurer Kurzbefehl-App zu finden sind. Es gibt aber noch mehr Neuerungen. Wenn wir jetzt hier mal in der Fotos-App im Bereich Alben ganz nach unten scrollen, dann sollte jetzt hier eigentlich der Ordner mit versteckten bzw. ausgeblendeten Fotos angezeigt werden. Tut er aber nicht. Denn in iOS 14 könnt ihr euren ausgeblendeten Fotos-Ordner ausblenden. Wow, was ein Satz. Um den Ordner auszublenden, müsst ihr unter Einstellungen einmal komplett herunterscrollen zu der Fotos-App. Denn wie ihr seht, gibt es jetzt hier eine neue Einstellungsmöglichkeit, und zwar ausgeblendetes Album. Wenn wir das jetzt an dieser Stelle aktivieren, wird der Ordner wieder in der Fotos-App angezeigt. Im Zusammenhang mit Apples Privatsphäre-Schwerpunkt gibt es jetzt auch noch diese Neuerung. Hierzu müsst ihr unter Einstellungen zu Datenschutz und dann auf Ortungsdienste gehen. Möchtet ihr jetzt zum Beispiel nicht, dass Instagram auf euren genauen Standort zugreifen kann, könnt ihr an dieser Stelle genauer Standort ausschalten. Jetzt weiß Instagram nicht mehr, wo ihr euch genau aufhaltet, sondern nur ungefähr, wie zum Beispiel in einem Stadtteil. Ich empfehle euch, das bei allen Apps auszuschalten, bei denen euer genauer Standort nicht nötig ist. Das Ausschalten macht bei einer Karten-App jetzt natürlich nicht so viel Sinn. Außerdem habt ihr mit iOS 14 jetzt die Möglichkeit, Apps den Zugriff auf eure Fotos zu beschränken. Das könnt ihr tun, indem ihr unter Einstellungen zu Datenschutz geht und hier auf die Fotos-App drückt. Jetzt erscheint eine Liste mit Programmen, die den vollen Zugriff auf eure Fotos haben. Nehmen wir jetzt hier nochmal Instagram. Drückt ihr darauf und geht auf Ausgewählte Fotos, könnt ihr jetzt die Fotos auswählen, auf die die App Zugriff haben soll. Auf jeden Fall ziemlich nützlich. In meinem letzten Video zu iOS 14 habe ich euch ja schon den neuen Bild-in-Bild-Modus gezeigt. Dieser Modus steht bei YouTube, zumindest im Moment, nur für Premium-Nutzer zur Verfügung. Was denkt ihr, ist das jetzt ein Grund, sich YouTube Premium zu holen, abgesehen davon, dass einem keine Werbung mehr angezeigt wird? Erzählt es mir doch mal unten in den Kommentaren. Aber an dieser Stelle ist wichtig zu sagen, nicht nur YouTube nutzt diesen Modus. Habt ihr jetzt zum Beispiel Apple Plus und startet ein Video, könnt ihr entweder hier oben auf das Symbol drücken, dann schließt sich die App automatisch, oder ihr schiebt es einfach hier so nach oben. Drückt ihr jetzt zweimal auf das Video, könnt ihr es vergrößern, und wenn ihr an dieser Seite zieht, verschwindet es.
Habt ihr das Video nicht angehalten, läuft es einfach weiter und ihr könnt es hier am Bildschirm herumschieben, wie ihr wollt. Zur Kamera gibt es jetzt eine Einstellungsmöglichkeit, mit der ihr 90% schneller Fotos auslösen könnt als zuvor. Hierfür müsst ihr zu den Einstellungen und hier dann zu Kamera. Wenn ihr jetzt hier diese Option einschaltet, dann passt euer iPhone die Bildqualität beim schnellen Drücken des Auslösers an und kann so sehr viel mehr Fotos hintereinander schießen als jemals zuvor. Wie euch jetzt hier oben vielleicht auffällt, gibt es hier auch die Möglichkeit, die Frontkamera zu spiegeln. Diese Option habe ich ausgeschaltet, weil ich sie schlichtweg nicht benutze, aber es gibt bestimmt einige Menschen, die mit ihr etwas anfangen können. Die Option ist für Selfies mit der Frontkamera eures iPhones. Schießt ihr jetzt ein Foto, wird euch das Bild so angezeigt, wie ihr euch selbst im Spiegel seht, anstatt gedreht, wie das ja normalerweise der Fall wäre. Wo wir jetzt gerade schon bei der Kamera sind. Um noch bessere Fotos mit einer längeren Belichtungszeit zu schießen, gibt es ein Fadenkreuz als Hilfe. Ich zeige das mal kurz. Wenn ich jetzt die Kamera auslöse, hilft mir dieses Fadenkreuz in der Mitte dabei, meine Hand ruhig zu halten. Außerdem könnt ihr jetzt im Videomodus die Auflösung durch einfaches Drücken auf die Anzeige oben rechts verändern und die verschiedenen Modi auswählen. Das war mit älteren iPhones bis jetzt noch nicht möglich. Auch meine vorinstallierte Lieblings-App, die ich jeden Tag nutze, hat ein Update bekommen, die Notizen-App. Wenn ihr jetzt mal eure Notizen-App öffnet und etwas geschrieben habt, könnt ihr jetzt oben auf die drei Punkte drücken und dann erscheint dieses neue Menü mit Schnellzugriffen. Ihr könnt zum Beispiel mit Scannen schnell ein Dokument scannen und in eure Notiz einfügen. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, wenn ihr jetzt hier auf Zeichnen drückt und ihr mal einen schlechten Kreis zeichnet, dann könnt ihr nach dem Zeichnen einfach eure Hand auf dem Kreis lassen und euer iPhone verwandelt ihn in einen ansehnlichen Kreis. Das gleiche geht übrigens auch mit Pfeilen und weiteren Formen. Geht ihr jetzt in Einstellungen zu Allgemein und dann in iPhone Speicher, habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, nach bestimmten Apps zu suchen. Hier zum Beispiel Spotify. Jetzt wird euch genau angezeigt, wie viel Speicher die App belegt und nimmt die App euch zu viel Speicherplatz weg, könnt ihr sie hier auch auslagern. So, das war jetzt mein zweites Video zu iOS 14 und Funktionen für euer iPhone. Wenn ihr noch mehr zu diesem Thema erfahren wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall noch mein anderes Video zu iOS 14 anschauen. Ich packe euch mal einen Link unten in die Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, den Like-Button zu drücken. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen möchtet, dann abonniert meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.